Herzlich willkommen zum Fragen Freitag. Mein Name ist Bernd Hummel und auch heute schaue ich mir wieder in Kooperation mit meinen Freunden von F-Online, Österreichs kostenloser Lernplattform mit allen amtlichen Prüfungsfragen, eine weitere Prüfungsfrage an, nämlich die Frage 100. Ja, Frage 100, worum geht's hier? Sie fahren mit etwa 80 km/h, mit welchen besonderen Gefahren müssen Sie rechnen? Wir sehen hier wieder ein Bild dazu, nasse Fahrbahn, offensichtlich eine gut ausgebaute Autobahn, man sieht aber noch die Spuren des Vordermannes, also es dürfte jetzt nicht so viel Wasser auf der Fahrbahn sein. Gut, Antwortmöglichkeiten, es besteht große Aquaplaning-Gefahr, würde ich auf jeden Fall hier verneinen. In der Linkskurve besteht Schleudergefahr. Nein, ich würde sagen, nein, nicht besonders jetzt. Dafür ist noch ein bisschen zu wenig. Da müsste schon dann irgendeine Verschmutzung vielleicht noch dabei sein oder so. Es ist gegenüber trockener Fahrt mit einem längeren Bremsweg als gewohnt zu rechnen. Ja, das sieht man ja auch sofort bei den Fahrsicherheitstrainings, nasse Fahrbahn und wie wir im Video Anhalteweg berechnen mit Fahrschulformel ja schon besprochen haben, verdoppelt sich der Bremsweg in etwa bei nasser Fahrbahn. Video verlinke ich euch vielleicht auch hier in der Infobox bzw. unter dem Video in der Beschreibung. Damit, dass die Antriebsräder durchdrehen, also wenn ich hier mit 80 gleichmäßigem Tempo fahre, dann werden die Antriebsräder jetzt nicht durchdrehen. Klicken wir auf Weiter und wir sehen, richtig beantwortet und wieder ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Hättet ihr die Frage richtig beantwortet? Immerhin ist es ja eine der am häufigsten falsch beantworteten Theorieprüfungsfragen. Ich wünsche uns allen aber auf jeden Fall alles, alles Gute, nur das Beste. Bis bald. Danke fürs Mittun. Tschüss, euer Bernhard.